Ja, ich danke Herrn Kollegen Ehrenpreis für die Vorstellung, Einführung und Begrüßung. Auch ich begrüße Sie alle zu meiner Vorlesung über die Reformation im dreigeteilten Ungarn. Besonders freut es mich, dass auch ein lieber Innsbrucker Freund unter uns ist. Ich möchte bereits jetzt Herrn Julian Ascher danken für seine Zusammenarbeit mit den PowerPoints. Er wird sie präsentieren, die im Wesentlichen von Frau Kollegin Barz-Kalmani erstellt wurden. Daher also auch von hier aus mein Dank an Gunda. Danken möchte ich auch meiner Frau, die mich bei der Erstellung meines Vortrages mit großem Interesse begleitet hat. Danke, Heidi. Und nun zum Thema meiner Vorlesung. Damit Sie eine Vorstellung über den angesprochenen Raum haben, werde ich Ihnen zwei Karten zeigen. Zum einen eine Karte über die Grenzen des Königreichs Ungarn im 15. Jahrhundert. Bis zu dessen Ende war Matthias I. Hunyadi ungarischer König. Sein humanistischer Name war Corvinus. Unter ihm war übrigens Buda, also Ofen, Metropole der Renaissance und des Humanismus jenseits der Alpen. Die zweite Karte, Moment, noch einmal vielleicht. Ja, also Sie sehen hier so ein Standbild also von Corvinus auf der linken Seite und das ist also der Umfang also des Königreiches Ungarn unter seiner Herrschaft, die bis 1490 währte. Die zweite Karte zeigt uns das dreigeteilte Ungarn, und zwar das königliche Ungarn im Westen. Also ich kann das schwer jetzt von hier aus, aber im Westen, den osmanisch besetzten mittleren Teil Ungarns sowie schließlich Siebenbürgen im Osten. An sich her wollte ich also anhand dieser Karte also auch einige Ortsnamen zeigen, damit Sie also sehen, wo die so positioniert sind. Aber ich glaube, das geht also doch relativ schwierig. Die Ortsnamen werden ja im Verlauf des Vortrages sowieso also genannt werden. Ich setze fort mit einem Zitat meiner Frau. Martin Luther bewegt, auch wenn er seine 95 Thesen wohl nicht in der Schlosskirche von Wittenberg angeschlagen, sondern auf andere Weise kundgetan hat, das von Martin Luther vor fast 500 Jahren öffentlich gemachte reformatorische Gedankengut hat im mitteleuropäischen Raum und darüber hinaus vieles in Bewegung gesetzt. Das gilt im besonderen Maße auch für das Königreich Ungarn, welches gleichzeitig die massive Bedrohung und dann Eroberung durch die Osmanen erlebte. Ende des Zitats. Nun folgt mein Text. Die osmanische Eroberung führte, und damit beginne ich meine Ausführungen, zur Dreiteilung des Landes. Im zweiten Teil mache ich Sie mit in Ungarn wirkenden Reformatoren bekannt, die nicht nur verschiedener ethnischer Herkunft waren, sondern auch unterschiedliches reformatorisches Gedankengut verbreiteten. Die konfessionelle Spaltung, die mit der Zerstörung der staatlichen Einheit des Stephansreiches einherging, ist Thema des dritten Teiles. In engem Zusammenhang damit steht die Vielfalt an konfessionellen Richtungen, die ich im vierten Teil der Vorlesung behandle. In einem weiteren Schritt werde ich einen ereignisgeschichtlichen Ablauf der Reformation im dreigeteilten Ungarn präsentieren. Abschließen werde ich den sechsten Teil meines Referats mit einem Blick auf den Bereich von Bildung und Schulwesen zur Zeit der Reformation. Vorweg sei festgestellt, dass die Reformation vorrangig auch eine Bildungsoffensive war.
die unterstützt von dem sich seit dem letzten Drittel des 15. Jahrhunderts rasant ausbreitenden Buchdrucks alle Teile, Schichten und Klassen der Bevölkerung einbezog. All dies gilt in hohem Maße auch für das dreigeteilte Ungarn. Wie sah nun die angesprochene Dreiteilung aus? Wie kam sie zustande? Im Zeitraum von 1521 bis 1541 erfolgte in mehreren Etappen die Expansion des Osmanischen Reiches bis an die Grenzen des Heiligen Römischen Reiches. Die Besetzung von Teilen des Königreiches Ungarn begann bereits 1521, als Sultan Süleyman I., er ist hier so abgebildet, die wichtige Grenzfestung Belgrad eroberte. Von einschneidender Bedeutung war dann das Jahr 1526, als Süleyman die ungarische Armee bei Mohács vernichtend schlug. Ich weiß nicht, ob das ist Mohács. Okay. Also Sie sehen, 1526 Schlacht von Mohács. Also Sie können das also auch sehen, wie man den Ort schreibt. 1529 wurde die Hauptstadt Buda, zu Deutsch Ofen, neuerlich besetzt. Schließlich wurde im Jahre 1541 dieser Teil Ungarns als osmanische Provinz eingerichtet. Also es ist dieser mittlere Teil, den Sie hier sehen, welche 145 Jahre bis zur Eroberung Budas durch österreichische Truppen 1686 bestehen sollte. Die westlichen und nördlichen Gebiete des mittelalterlichen Königreiches Ungarn fielen im 16. Jahrhundert an das Habsburgerreich und wurden fortan als königliches Ungarn bezeichnet. Der dritte Teil des einstigen Reichs der Stephanskrone, nämlich Siebenbürgen im Osten, nahm eine besondere Entwicklung. Nach dem Sieg der Türken bei Mohács konnte sich Ferdinand I. von Österreich bei der Wahl zum ungarischen König nicht gegen den von den Osmanen unterstützten Siebenbürger Vojvoden János Szapolyai durchsetzen. Unter seinen Nachfolgern wurde Siebenbürgen nach 1541, dem Jahr der Einnahme von Buda durch die Osmanen, ein zwar der hohen Pforte tributpflichtiges, aber weitgehend autonomes Fürstentum. Dieses hatte einen eigenen Landtag, in dem die drei siebenbürgischen Nationen vertreten waren. Das sind der ungarische Adel, die Volksgruppe der freien Segler und die ebenfalls freien Siebenbürger Sachsen, die beide über Jahrhunderte über ein eigenes Rechtssystem verfügt haben. Sie sehen hier also blau unterlegt, also das Gebiet der Segler, ein magyarischer Volksstamm im östlichen Siebenbürgen, der eine wichtige Funktion als Grenzwächter und Wehrbauern eingenommen hat. In ihren Siedlungsgebieten nahmen sie eine autonome Stellung ein. So waren sie etwa so bis in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts von Steuern befreit. Siebenbürgen kam erst am Ende des 17. Jahrhunderts nach österreichischen Siegen über die Türken in den Machtbereich der Habsburger. 1765 erfolgte dann durch die ungarische Königin Maria Theresia die Umwandlung in ein österreichisches Kronland und Proklamation zum Großfürstentum. Als zweiten Schritt habe ich eingangs die Vorstellung der wichtigsten im dreigeteilten Ungarn wirkender Reformatoren angekündigt. Ich beginne mit dem königlichen Ungarn und speziell mit Oberungarn. Damit sind wir vor allem heute
in der Ostslowakei liegende Gebiete gemeint, sowie angrenzende Bereiche im heutigen Ungarn, die nicht von den Osmanen besetzt waren. Besonders zwei Namen seien genannt. Der Theologe Leonhard Stöckel, Sie sehen ihn hier also abgebildet, 1510 in Bartfeld geboren und 1560 also da selbst verstorben. Er gilt als Hauptvertreter der lutherischen Reformation unter den deutschen Bürgern, vor allem in den damaligen Komitaten Seppesch, Scharosch und Abaui. Wir kommen also auf diese Komitate noch einmal zu sprechen. Stöckels Wirkungsort war die kleine Stadt Bartfeld, auch hier angegeben, in den Ausläufern der niederen Beskiden an der nordöstlichen Grenze der heutigen Slowakei gelegen, welche er zu einem der bedeutendsten kulturellen Zentren des damaligen Ungarn machte. Stöckels Verdienste als Pädagoge brachten ihm den Beinamen Präzeptor Hungariae, es ist also auch hier auf der Folie zu sehen, also Erzieher bzw. Lehrmeister Ungarns. Ich möchte an dieser Stelle kurz etwas über die verwendeten Ortsnamen sagen. Ich benütze zumeist die historische deutsche bzw. in Einzelfällen die ungarische Bezeichnung. Also gerne teile ich Ihnen bei Interesse in einer etwaigen Fragerunde die aktuellen slowakischen Ortsnamen mit. Der zweite Reformator im königlichen Ungarn war der geistliche Severin Skultetus. Aha, also wie hier haben wir noch also zwei Darstellungen von Bartfeld, dieser wunderschöne Stadtplatz einerseits und die sehr bekannte St. Egidiuskirche andererseits. Ich weiß nicht, ob wir den Skulptur. Ja, hier haben wir. Also der zweite Reformator im königlichen Ungarn war der geistliche Severin Skultetus. Er war der hervorragendste Vertreter der Reformation unter den Slowaken und hielt sich treu an Luthers Lehre, auch als andere reformatorische Strömungen im dreigeteilten Ungarn stark an Boden gewannen. Für den osmanisch besetzten Teil Ungarns nenne ich folgende drei Namen: Matyas Biro Devai, István Szegedi Kiss und Mihály Sztáray. Devai gilt in der ungarischen Kirchengeschichtsschreibung als der erste echt ungarische Reformator. Er war der erste, der ein Werk lutherischen Geistes in ungarischer Sprache verfasste und in der Folge auch ungarischer Luther genannt wurde. Für 1531 sind Predigten Devais in Buda belegt, wo er auch seine 52 reformatorischen Thesen veröffentlichte. Devai war zunächst Lutheraner, vollzog aber ab 1541 eine theologische Wende zum Calvinismus. Er gilt als derjenige Reformator, welcher die Grundlage der reformierten Kirche unter den Magyaren legte. Und zwar nicht nur in Türkisch-Ungarn, sondern auch in Oberungarn, so etwa in Kaschau. Ich denke, dass das, ja, Kaschau, hier ist Kaschau, also wird projiziert, also mit einer wunderschönen Landkarte und der bekannten Kirche, wo sich bereits Mitte des 16. Jahrhunderts die helvetische Lehre speziell unter der magyarischen Bevölkerung durchsetzte. Zwar war Devai bemüht, die bald einsetzenden Streitigkeiten zwischen Lutheranern und Calvinern über das Wesen der Eucharistie beizulegen, doch dies gelang ihm nicht. Die Lehre des aus Frankreich stammenden Reformators Johannes Calvin, der vor allem in der Schweiz wirkte, gewann für Ungarn zunehmend auch besondere politische Bedeutung. Calvins strenge Lehre forderte nämlich,
dass die Gläubigen, wenn die Staatsmacht Gottes Gesetze verletzen sollte, aktiven Widerstand dagegen leisten. Calvinist in Ungarn zu sein, bedeutete hier also, sich gegen die Macht der katholischen Habsburger Herrscher zu wenden. Die zwei anderen Reformatoren, die zwei anderen Reformatoren im türkischen Teil waren István Szegedi Kiss und der Mihály Sztáray, sowas, ja. Entschuldigung. Szegedi Kiss wird als der erste bedeutende Vertreter der schweizerischen Theologie bezeichnet und Mihály Sztáray als eine der Leitfiguren der lutherischen Reformation in diesem Teil Ungarns. Was Siebenbürgen betrifft, ist vor allem der Kronstädter Reformator Johannes Honterus zu nennen, 1498 bis 1549. Luther bezeichnete Honterus als den Apostel Siebenbürgens. Noch 1543, also drei Jahre vor seinem Tode, 1546, stand Luther in engem Briefverkehr sowohl mit Honterus wie auch mit dem Hermannstädter Reformator, dem Stadtpfarrer Matthäus Ramser. Honterus war seit 1544 Stadtpfarrer von Kronstadt, wo eine humanistische Hochschule und die erste Druckerei Siebenbürgens gründete. Mit seinem Werk Reformatio Ecclesiae Coronensis Actotius Parcensis Provinciae, also auf Deutsch Bekenntnisschrift der Stadt Kronstadt und des Burzenländer Kapitels, schuf er eine Glaubens- und Organisationsgrundlage für die siebenbürgischen Lutheraner. Jetzt schauen wir mal, also, was wir da alles sehen. Also Kronstadt haben wir genannt, der Honterus haben wir genannt. Wenn wir vielleicht noch die nächste Karte also uns ansehen, Hermannstadt, Ramser. Also es sind alle die Persönlichkeiten und die Regionen also genannt. Das Burzenland mit dem Zentrum Kronstadt im südöstlichen Siebenbürgen gelegen, erfreute sich seit dem 15. Jahrhundert einer Selbstverwaltung. Die beiden Siebenbürger Sachsen, die beiden Siebenbürger Sachsen, Kaspar Held aus der siebenbürgisch-sächsischen Stadt Heldtau, sowie Franz Davidis, auch bekannt als Franz David Hertel bzw. ungarisch Ferenc David, verfassten ihre reformatorischen Schriften vor allem in ungarischer Sprache. Beide hatten an der Universität Wittenberg studiert und gingen als lutherische Pfarrer nach Klausenburg. Hier haben wir das Klausenburg. Also, bereits zum Marianentum übergetreten, wandten sie sich dann aber bald dem Calvinismus zu. David trat dann 1566 schließlich zum Unitarismus über, welcher die Lehre der Dreifaltigkeit ablehnte. Wie bereits dieser kurze Überblick zeigt, vertraten die im 16. Jahrhundert in den verschiedenen Teilen Ungarns wirkenden Reformatoren unterschiedlichen Richtungen. Diesen Aspekt werde ich nun im dritten Teil meiner Ausführungen näher beleuchten. Allgemein kann gesagt werden, dass mit der Zerstörung der staatlichen Einheit des Königreiches Ungarn auch eine tiefgreifende konfessionelle Spaltung einherging. Innerhalb weniger Jahrzehnte setzte sich zunächst die Lehre Luthers gegenüber der bisherigen päpstlichen Kirche durch. Doch in rascher Folge entstanden weitere konfessionelle Richtungen. Betrachten wir die Entwicklung im dreigeteilten Ungarn, so ist zu konstatieren,
dass diese in den einzelnen Landesteilen ein jeweils anderes Gesicht zeigte und auch zeitlich unterschiedlich verlaufen ist. Im Königreich Ungarn wurden für dessen oberungarischen Teil in rascher Folge drei lutherische Glaubensbekenntnisse verabschiedet. 1549 entstand die Confessio Pentapolitana, das Bekenntnis der fünf königlichen Freistädte Bartfeld, Kaschau, Leutschau, Eperjes und Zeben. Hier sehen Sie also die Orte also auch angeführt, zum Teil also auch mit ihrer slowakischen Bezeichnung. Es war das theologische Hauptwerk des Rektors der Bartfelder Schule, Leonhard Stöckel. 10 Jahre später, im Jahre 1559, erfolgte die Verabschiedung der Confessio Montana oder auch Heptapolitana von 7 oberungarischen Bergbaustätten. Wiederum etwa 10 Jahre später entstand die Confessio Sepusiana, das Bekenntnis von 24 Gemeinden im Gebiet der Zips. Alle drei Glaubensbekenntnisse basieren auf dem Augsburger Bekenntnis von 1530, beziehungsweise lehnen sich an Philipp Melanchthons Confessio Augustana Variata von 1540 an. Theologische Grundlage der drei oberungarischen Konfessiones ist jeweils Luthers Erkenntnis der Rechtfertigung des sündigen Menschen allein aus Gottes Gnade, der Sola Gratia, und allein durch den Glauben, der Sola Fidei, und aufgrund der Heiligen Schrift, der Sola Scriptura. Hauptziel dieser Werke war es, die Kirchenangelegenheiten der Lutheraner in Oberungarn, zu denen mehrheitlich die deutsche und die slowakische Bevölkerung zählten, zu organisieren und damit zu festigen. Weiters dienten die Bekenntnisse auch der Abwehr des Calvinismus, der vor allem bei der magyarischen Bevölkerung Fuß fasste. Auch gegenüber den verschiedenen neu entstehenden Sekten sowie den Bemühungen der römisch-katholischen Seite, die Lutheraner zur Rückkehr in die alte Kirche zu bewegen, grenzte man sich damit ab. Die Genehmigung und Bestätigung der lutherischen Bekenntnisse der oberungarischen Deutschen durch König Ferdinand I. und den Graner Erzbischof brachte ihnen das Recht auf freie Religionsausübung. Ich glaube, es wäre jetzt das Nächste. Ja, also Gran ist hier angeführt, Esteron. Doch erst im Gefolge der Synoden von Silein im Jahre 1610 und Kirch drauf, ich glaube, das ist das Nächste, konnte eine selbstständige lutherische Kirchenorganisation aufgebaut werden. Dieses wunderschöne Foto zeigt also Kirch drauf mit der Zipser Burg. Also wer schon mal in der Slowakei war, kann sich sicherlich also auch an dieses schöne Erlebnis erinnern. Also erst im Gefolge dieser beiden Synoden von Silein 1610 und Kirch darauf 1614 konnte eine selbstständige lutherische Kirchenorganisation aufgebaut werden. Übrigens standen diese Synoden, auf denen auch die Trennung der Lutheraner von den oberungarischen Calvinisten erfolgte, unter dem Schutz der Familie Thurzo. Also hier ist der Thurzo, einem altadeligen Bergherrengeschlecht, das den evangelischen Glauben angenommen hatte. Das ist also das wunderschöne Thurzo-Haus in Leutschau, hier abgebildet. Auch bekannt, sehr bekannt, also als
eine große Kooperation bestand also mit den Fuggern. Hier sind die Beziehungen mit den Fuggern angeführt. Für Siebenbürgen bedeutete die Reformation eine noch stärkere Umwälzung des geistigen und des politischen Lebens als für die übrigen Teilgebiete Ungarns. Nach der Einnahme der ungarischen Hauptstadt Buda durch die Osmanen erfolgte ab 1541 der offene Übertritt der siebenbürgischen Bevölkerung zum Luthertum, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass der alten römischen Kirche zeitweise ein völliges Erlöschen drohte. Nur bei den Seglern behielt die katholische Kirche noch einen beträchtlichen Anhang. Die Entwicklung in Siebenbürgen war nun geprägt durch eine besondere Vielfalt an Konfessionen. Andererseits war hier das Bemühen um rechtliche Fundierung der freien Religionsausübung besonders stark. Wie schon erwähnt, brachte Johannes Honterus bereits 1545 die Bekenntnisschrift der Stadt Kronstadt und des Burzenländer Kapitels heraus. 1547 erschien bereits die erste Kirchenordnung aller Deutschen in Siebenbürgen. 1572 übernahmen die Sachsen schließlich in aller Form das Augsburger Bekenntnis. Unter der magyarischen Bevölkerung, nicht nur Siebenbürgens, setzte sich, wie bereits angesprochen, zusehends der Calvinismus durch. Dies hatte zur Folge, dass die deutsche Bevölkerung Siebenbürgens 1564 ihre nationale sächsische Kirche ins Leben rief. Die bei den Historikern gängige Bezeichnung Deutsch für die lutherische Richtung und magyarisch für die calvinische Richtung spiegelt die damalige konfessionelle Verteilung wider. Das heißt, die Sachsen blieben Lutheraner, die magyarische Bevölkerung dagegen ging in ihrer überwiegenden Mehrheit zum Calvinismus über, der offen als Magyar Vallás, also als magyarische Religion, bezeichnet wurde. Calvins Lehre kannte keine Toleranz Andersgläubigen gegenüber. Die Kirchengemeinde überwachte das tägliche Leben der Menschen. Tanz, Gesang, Spiele wurden verboten und bestraft. Trennend zwischen Lutheranern und Calvinisten wirkte besonders das unterschiedliche Verständnis des Abendmahls. Mehr dazu dann noch im dritten Abschnitt meiner Ausführungen. Auf Kosten des Calvinismus gewann die Sekte der Unitarier oder auch Antitrinitarier in Siebenbürgen immer mehr am Boden. Diese lehnten die Lehre von der Dreifaltigkeit ab und betonten stattdessen die Einheit Gottes. Christus ist für sie nicht Gott, sondern Mensch. Wichtigster Vertreter dieser Richtung war der Spanier Miguel Serveto, der im Konflikt mit Calvin in Genf als Ketzer hingerichtet worden ist. Seine Anhänger in Siebenbürgen organisierten hier die unitarische Kirche. Eine weitere Sekte, die zu dieser Zeit in Siebenbürgen auftrat, war die der Sabbatarier. Ihre Anhänger verwarfen das Neue Testament als Ganzes und glaubten, die Ankunft des Messias sei noch nicht erfolgt. Weitere Sekten, die es damals gab, waren die der Sakramentarier, die eine eigene Sicht der Wirkung der Sakramente pflegten, sowie die auch als Wiedertäufer bezeichneten Anabaptisten. Noch zu erweitern ist die Zahl der Konfessionen im Siebenbürgen des 16. Jahrhunderts durch den zahlenmäßig großen Bevölkerungsanteil der orthodoxen Rumänen. Spezifisch für Siebenbürgen ist die rasche rechtliche Fundierung einiger Religionsgemeinschaften. Bereits 1557 wurde die Religionsfreiheit der Lutheraner ausdrücklich zum Gesetz erhoben. Einige Jahre später, nämlich 1564, wurde dem Calvinismus ebenfalls
die freie Religionsausübung zugestanden. Mit dem Erstarken der Unitarier und ihrer Unterstützung durch den Fürstenhof wurde 1568 bzw. 1569 die Religionsfreiheit auch auf sie ausgedehnt. Ergebnis dieser Entwicklung war, dass es 1571 in Siebenbürgen 4 freie, das heißt staatlich anerkannte Religionsgemeinschaften gab: Katholiken, Lutheraner, Reformierte, ist gleich Calviner, und Unitarier. Die Religionsfreiheit für die 4, wie es damals hieß, rezipierten Religionen wurde später mehrmals von den siebenbürgischen Fürsten bestätigt. Sie ging auch in der Gesetzessammlung des Landes ein, die Gjörd II. Rákóczi in der Mitte des 17. Jahrhunderts in Auftrag gab. Hier so ein schönes Konterfei von Georg II. Rákóczi. Betrachten wir die Entwicklung im osmanischen Teil Ungarns, so ergibt sich ein anderes Bild. Weil dazu kaum Studien existieren, können hier lediglich einige Trends zusammengefasst werden. Zu betonen ist die grundsätzliche religiöse Toleranz der Osmanen gegenüber dem westlichen Christentum. Wie sich im türkischen Ungarn zeigte, zog man dabei die Protestanten den Katholiken eindeutig vor. Warum? Das hatte konkrete politische Hintergründe. Bei den Katholiken wusste man, dass sie Papst und Kaiser loyal gegenüberstehen. Bei den Protestanten vermutete man eher das Gegenteil. Bei Streitigkeiten zwischen den beiden Konfessionen ergriffen die osmanischen Behörden daher meist die Partei der Evangelischen. Zu Auseinandersetzungen zwischen Lutheranern und Reformierten kam es auf osmanischem Gebiet jedoch vorerst weder in dogmatischen noch in kirchenorganisatorischen Fragen. Die organisatorische Trennung der lutherischen und reformierten Richtung erfolgte hier erst auf einer im Jahr 1576 abgehaltenen Synode. Im vierten Teil meiner Ausführungen wende ich mich der Frage zu, inwieweit bei den Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen reformatorischen Strömungen, die es im Ungarn des 16. und 17. Jahrhunderts gab, auch ethnische Aspekte eine Rolle spielten. Zunächst ist festzustellen, dass die Konflikte zwischen den Konfessionen, so etwa zwischen Lutheranern und Reformierten, zwar nicht in Ungarn entstanden sind, aber in diesem dreigeteilten Land eine spezielle Ausprägung hatten. Der Richtungsstreit zwischen den beiden protestantischen Konfessionen lag vor allem in der unterschiedlichen Interpretation der Abendmahlslehre. Zwar führten die Lehren Luthers und Zwinglis einheitlich das Abendmahl unter beiderlei Gestalt ein, jedoch trennten sich die protestantischen Richtungen in der zweiten Phase der Reformation. Während bei den Lutheranern im Sakrament des heiligen Abendmahls der wahre Leib und das wahre Blut Christi empfangen wird, wollten die Reformierten den Leib Christi und sein Blut nur symbolisch verstehen. Im Gefolge dieser dogmatischen Streitigkeiten kam es zur Ausdifferenzierung der reformatorischen Bewegung in mehrere unterschiedliche Konfessionen und auch zu deren kirchenorganisatorischen Trennung. Wie schon für Siebenbürgen ausgeführt, erfolgte diese Ausspaltung in mehrere Kirchen in Ungarn zumeist nach den Trennungslinien zwischen den verschiedenen Volksgruppen. So lösten sich die Sachsen auch organisatorisch aus den mehrheitlich calvinischen magyarischen Kirchengemeinden. Im osmanischen Teil Ungarns vollzogen Lutheraner und Reformierte 1576 die organisatorische die kirchenorganisatorische Trennung. Schließlich erfolgte in den Jahren 1610 bis 1614
das ist ja schon erwähnt worden, die Trennung der Lutheraner von den oberungarischen Calvinisten. Auch hier hatte sich der Calvinismus zur ungarischen Religion entwickelt und die anderen Volksgruppen, neben den Deutschen, auch die Slowaken, blieben mehrheitlich Lutheraner. In einschlägigen Publikationen wird immer wieder auch auf Probleme der Multiethnizität in Ungarn zwischen 1500 und 1700 eingegangen. Ich zitiere aus dem Buch von Marta Vatter über die Reformation in Ungarn, also das ist im Jahre 2000 erschienen, da heißt es: Von der Forschung bislang nicht differenziert genug beantwortet ist die Frage, warum die Zipser und Siebenbürger Sachsen wie auch die Slowaken auf dem Luthertum beharrten. Allein die sprachliche und kulturelle Bindung der Deutschen an die lutherischen Territorien im Heiligen Römischen Reich und das für die Slowaken richtungsgebende böhmische Beispiel können die Frage nicht restlos beantworten, warum Deutsche und Slowaken im Grunde jede vom Luthertum abweichende religiöse Neuerung ablehnten. Eine starke Prägung vor allem des oberungarischen Luthertums durch die vermittelnden theologischen Positionen Philipp Melanchthon, Sie sehen ihn schon seit einiger Zeit, scheint dabei eine wichtige Rolle gespielt zu haben. Ende des Zitats. Tatsächlich zählten auch zahlreiche Studenten aus den verschiedenen Teilen Ungarns zu Melanchthons Schülern an der Universität Wittenberg. Immerhin 430 junge Ungarn und sieben Bürger sollen seit 1521 dessen berühmten Vorlesungen besucht haben. Schon früh gelangten Schriften nicht nur von Martin Luther, sondern auch von Philipp Melanchthon nach Ungarn. Hier avancierte der Freund und Mitstreiter Luthers bald zum meist gedruckten ausländischen Autor. Vor allem Melanchthons Schriften zum Abendmahl wurden häufig aufgelegt. Sie sollten hier auch die grundlegenden evangelischen Bekenntnisschriften beeinflussen, welche zum Erfolg der lutherischen Reformation in Ungarn beitrugen. Hier noch einige Bemerkungen zur zeitgenössischen Übersetzungstätigkeit. Ich bringe jeweils ein slowakisches und ein ungarisches Beispiel aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Im Jahre 1581 wurde das erste im Druck erschienene slowakische Buch mit dem Titel Katechismus veröffentlicht. Es war dies eine Übersetzung des bereits einmal genannten slowakischen geistlichen Severin Scultetus von Luthers kleinem Katechismus. 1590 erschien die erste vollständige Bibelübersetzung in ungarischer Sprache. Übersetzer war der calvinische Pfarrer Gaspar Károly, der selbst aus einer serbischen, vor der Türkeninvasion nach Ungarn geflüchteten Familie stammte. Károly gilt als der berühmteste ungarische Calvinist. Er wollte eine für alle Bevölkerungsschichten verständliche Übersetzung der Bibel vorlegen. Denn, wie er in seinem Vorwort zu seiner ungarischen Bibel schrieb, Gott will nicht, dass die Heilige Schrift nur von den Pfarrern gelesen wird und dass sie nur durch diese verkündet wird. Er will, dass die Bücher des Alten und des Neuen Testaments in allen Sprachen und von allen gelesen werden, von Armen, Reichen, Kleinen, Großen, Männern und Frauen. Denn Gott will alle Menschen ohne Rangunterschied selig machen. Im Übrigen erlebte die nach dem Übersetzer so bezeichnete Károly-Bibel, wir sehen sie hier so auch abgebildet, bis heute mehr als 120 Auflagen und Neubearbeitungen, die nicht nur von Calvinern, sondern auch von Katholiken gelesen werden. Äh,
Ich bin nun bei meinem fünften Punkt angelangt, an dem ich einen kurzen ereignisgeschichtlichen Ablauf der Reformation im dreigeteilten Ungarn bringe. Ich habe bereits auf das große Tempo hingewiesen, mit dem die Ideen der Reformation in Ungarn aufgenommen wurden. Vorbereitet worden war der Boden für Luthers Lehre einerseits durch die Reformbedürftigkeit des damaligen kirchlichen Lebens, andererseits durch das Gedankengut des Humanismus. Gibt es Probleme mit der Aufnahme? Es wird funktionieren. Entscheidend beigetragen zur raschen Ausbreitung der Reformation in Ungarn hat der militärische und politische Zusammenbruch des Königreiches Ungarn unter dem Ansturm der Osmanen. Am schnellsten fasste die Reformation in Ungarn Fuß, und zwar in den dort gelegenen Bergbaustätten und den königlichen Freistädten. Das sind jene Städte in den Kommendaten Szepes, Sáros und Abaúj, für die um die Mitte des 16. Jahrhunderts die ersten oberungarischen Bekenntnisschriften verabschiedet wurden. Im Besonderen sind die beiden geistigen Zentren von Sáros, nämlich Eperis und Bartfeld, zu nennen. Wie schon festgestellt, hat sich Bartfeld vor allem durch das Wirken von Leonhard Stöckel sehr rasch zur lutherischen Hochburg und berühmten Schulstadt entwickelt. In Eperis gab es bereits 1531 die erste evangelische Kirchengemeinde und später mit dem evangelischen Kolleg die einzige Hochschule der Lutheraner im königlichen Ungarn. Die Stadt war lange Zeit hindurch das Verwaltungs- und kulturelle Zentrum der Protestanten in Oberungarn. Auch andere oberungarische Städte waren bedeutsam als Orte der Reformation. Zu nennen sind etwa Kesmark, Sie sehen es hier abgebildet, Kesmark mit der wunderschönen Holzkirche und Kaschau, so wie Kaschau, ich weiß nicht, haben wir schon gehabt, ja, Kaschau. Etwas später als in Oberungarn, und zwar in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, setzte sich die Reformation auch im osmanisch besetzten Teil Ungarns allgemein durch. Dennoch gab es hier, wie Zeitgenossen berichten, noch überall katholische Gemeinden. Da von den Türken viele Kirchen in Moscheen umgewandelt oder abgetragen wurden, um damit Burgen zu befestigen, mussten die Christen die Kirchen oft miteinander teilen. Der Not gehorchend wurden viele mittelalterliche Kirchengebäude nun als Simultankirchen genutzt. An städtischen Zentren der Reformation sind im türkischen Ungarn neben Buda fünf Kirchen hier angeführt und Temeswar und noch die Orte Kecskemét, Tolna und das ostungarische Debrecen zu nennen. Lassen Sie es bitte. Ja. Nachdem in den 1540er Jahren der offene Übertritt großer Teile der Bevölkerung Siebenbürgens zum Luthertum erfolgt war, wurde hier die Religionsfreiheit der Lutheraner bereits 1557 zum Gesetz erhoben. Die wichtige Rolle von Johannes Honterus bei der Einführung der Lehre Luthers unter den Siebenbürger Sachsen habe ich ja schon erwähnt. Er residierte in Kronstadt, das zusammen mit Hermannstadt das lutherische Zentrum Siebenbürgens bildete. Meine Damen und Herren, ich komme nun zu einem schwierigen Kapitel meiner Ausführungen. Wie in anderen Gebieten Europas breitete sich das reformatorische Gedankengut im 16. Jahrhundert
auch im dreigeteilten Ungarn sehr rasch aus. Doch die Lehren der Reformation wurden hier von den einzelnen Gesellschaftsschichten oft mit unterschiedlichen Zielen aufgenommen und es gab auch von Anfang an starke Gegenbewegungen. In Ungarn stellte sich der Adel zunächst offen gegen Luthers Lehre als einem fremden deutschen Import. Die bäuerlichen Untertanen hatten sich nach dem Willen des jeweiligen Landesherrn zu richten und so beschränkte sich die Reformationsbewegung in der Anfangsphase auf die Städte mit ihren besonderen Freiheitsrechten. In der Folge schlossen sich jedoch nicht wenige Adelige der Reformation an, wohl auch in Opposition gegenüber den katholischen habsburgischen Königen von Ungarn, die meist zugleich auch Kaiser des Heiligen Römischen Reiches waren. Sehr bald, nachdem vor allem Studenten und Händler den neuen Glauben nach Ungarn gebracht hatten, begann auch der Kampf dagegen. Er wurde sowohl von Seiten der römischen Hierarchie als auch von königlicher Seite und der ungarischen Legislative, den Landtagen, geführt. Dass sämtliche Strafdrohungen und sonstige Gegenmaßnahmen die Verbreitung der Reformation nicht verhindern konnten, ist bekannt. Einige Versuche, diese zu stoppen, seien im Folgenden angeführt. Hier ist bereits 1521 ließ der Graner Erzbischof Györg Szatmári Luthers Schriften von allen Kanzeln herab verdammen. Ich muss hier darauf hinweisen, dass Szatmári also auch ein Ort ist, aber hier ist die Person gemeint und nicht der Ort. Also das stimmt nicht. Gut. 1523 sanktionierte König Ludwig II. Mehrere Verordnungen gegen die Damnate Lutheri Opiniones. Im selben Jahr verabschiedete der Landtag von Buda ein Gesetz gegen die Reformation, das die Lutheraner als vogelfrei erklärte. Vereinzelt wurden Lutheraner hingerichtet. Zu einer landesweiten Vollstreckung des Gesetzes kam es jedoch nicht. Zwei Jahre später, 1525, wurde auf dem Reichstag zu Rákos, Sie können das hier in der Folie sehen, die Drohung gegen die Anhänger der Reformation noch schärfer formuliert. Die Lutheraner sind alle zu verbrennen und ihre Güter sind vom königlichen Fiskus und Landesherrn zu beschlagnahmen. Warum gelang es trotz solcher Kampfmaßnahmen dennoch nicht, die weitere Verbreitung der Lehre Luthers aufzuhalten? Den Hauptgrund habe ich schon eingangs genannt, gleichzeitig mit dem Vordringen reformatorischen Gedankenguts im Land hatte sich Ungarn mit dem Vordringen eines anderen, noch gefährlicheren Feindes auseinanderzusetzen, den Osmanen. Ein weiterer Grund, warum Gegenmaßnahmen gegen die Reformation diese nicht aufhalten konnten, war der ständige Kampf des Herrscherhauses mit dem ungarischen Adel um die Macht im Land. Aus politischen Gründen mussten die Könige immer wieder Zugeständnisse machen. Das vor allem für das königliche Ungarn, wo es im späten 16. und 17., dann im 17. Jahrhundert mehrere Aufstände siebenbürgischer Fürsten gegen die Habsburger gab. Zu nennen, und hier sind die beiden Namen am Ende der Folie zu sehen. Zu nennen werden hier die von István Bocskai angeführte Erhebung, weiters die Kurutzenkriege mit Imre Tököli an der Spitze, sowie schließlich der von Ferenc II. Rákóczi angeführte Aufstand. Ich glaube, da gibt es auch eine, ja genau.
Zum Begriff Kurutzen ist anzumerken, dass dieser durchaus vieldeutige Begriff heute in erster Linie für jene Aufständischen verwendet wird, die sich im 17. und 18. Jahrhundert vor allem im Gebiet des königlichen Ungarn immer wieder gegen die Herrschaft der Habsburger wendeten. Zusammenfassend lässt sich zu diesen Gewalterhebungen sagen, dass damit, auch wenn diese Kämpfe für die Aufständischen nicht immer siegreich verliefen, doch immer wieder Zugeständnisse der Herrscher erreicht wurden, die jeweils auch den Anhängern der Reformation zugute kamen. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass die Strategien der ungarischen Könige in der Behandlung der protestantischen Untertanen im 16. und 17. Jahrhundert zum Teil recht unterschiedlich waren. Der Habsburger Ferdinand I. forderte als ungarischer König die Protestanten wiederholt zur Wiederherstellung der Glaubenseinheit durch die Rückkehr zur alten Kirche auf, aber es blieb vorerst bei Drohungen. Sein Sohn Maximilian I., der ab 1564 als Kaiser Maximilian II. Herrschte, bekundete dagegen schon sehr früh seine Sympathie für die Lutheraner und stellte sich immer wieder auf ihre Seite. Kaiser Rudolf II., ab 1572 auch ungarischer König, befahl hingegen 1603 unter anderem die Rekatholisierung der protestantischen Kirchen in den oberungarischen königlichen Freistädten. Die Ursachen für die unterschiedliche Behandlung der Protestanten durch die drei genannten Herrscher liegen ohne Zweifel vor allem in der religiösen Prägung, die sie in ihrer Jugend erhalten hatten. Wolfgang Schiefer, der Erzieher Maximilians, war einer unter den Zuhörern von Luthers Tischgesprächen. Jahrelang hatte Maximilian mit Sebastian Pfauser einen eigenen lutherischen Hofprediger, den er später allerdings entlassen musste. Als Kaiser ist Maximilian mit Melanchthon in Briefwechsel gestanden. Unter Maximilians Nachfolgern als ungarische Könige verstärkten sich die antiprotestantischen Maßnahmen. Das Bündnis der römisch-katholischen Kirche mit dem Hause Habsburg wurde bald auch von den Jesuiten unterstützt, vor allem als Türnau, hier auch angegeben, heute Trnava in der Westslowakei, zu einem Zentrum der Gegenreformation ausgebaut wurde. War zu Beginn des 17. Jahrhunderts noch die überwiegende Mehrheit der ungarischen Bevölkerung Anhänger der Reformation, so änderte sich das Bild im Laufe des Jahrhunderts ganz wesentlich. Zunächst wandten sich die Magnaten, das heißt die Angehörigen des ungarischen Hochadels, die als Großgrundbesitzer auch Inhaber der wirtschaftlichen Macht im Land waren, in großer Zahl wieder dem katholischen Glauben zu und zwangen bald auch ihre Untertanen zur Rekatholisierung. Damit verlor die Kirche im königlichen Ungarn viel an politischer Unterstützung. Nur noch der Komitatsadel, das heißt der ländliche Kleinadel, der oft nur mit geringem Landbesitz ausgestattet war, jedoch den Staatsdienst dominierte und vor allem in der Provinz die tonangebende Klasse bildete, stand noch zum evangelischen Glauben. Das Gleiche gilt für die Bürger der königlichen Städte. In der Mitte des 17. Jahrhunderts war die Rekatholisierung bereits weit fortgeschritten. Besonders die absolutistische Politik Leopolds I. verursachte den Evangelischen im königlichen Ungarn eine Zeit schwerster Leiden. Die lutherische Kirche wurde nun aufgelöst, all ihre Gotteshäuser und Schulen, so etwa in Kaschau, Eperjes, Kesmark,
Kremnitz, Thürnau und Pressburg wurden geschlossen, ihr Kirchenvermögen konfisziert. Also wir sehen hier jetzt also eine Abbildung der mittelslowakischen Kremnitz, Pressburg und Ödenburg. Ödenburg wird also noch in weiterer Folge genannt werden. Hinzu kamen noch die Repressionen des Staates gegen die Teilnehmer an der anti-habsburgischen Magnatenverschwörung unter Führung von Ferenc Wesselényi. Dieser übernahm, ob zwar an der Jesuitenschule in Thürnau katholisch erzogen und königlicher Beamter, 1662 eine aktive Rolle in den politischen Debatten zugunsten des protestantischen Adels. Die Auswirkungen waren vernichtend, eine offene Protestantenverfolgung begann. Mit dem sogenannten Verschwörungsgesetz des Jahres 1671 beginnt jenes Jahrzehnt, das von ungarischen Kirchenhistorikern als Trauerdekade des ungarischen Protestantismus bezeichnet wird, also die Jahre von 1671 bis 1681. Vor allem während der Blutgerichte von Pressburg in den Jahren 1673 und 1674 verlor die Kirche alle Bischöfe, Pfarrer und Lehrer. Viele von ihnen wurden an die Jesuiten bzw. andere Orden übergeben. Die konfiszierten Kirchen, Schulen und Pfarreien wurden an die Jesuiten bzw. andere Orden übergeben, damit sich diese um das geistliche Leben des immer noch evangelischen Volkes kümmerten. Zwischen 1671 und 1681 kehrten nicht nur viele Adelige, sondern auch Zehntausende ihrer Untertanen zum katholischen Glauben zurück. Gegen die Unterdrückung der protestantischen Glaubensfreiheit formierte sich jedoch auch Widerstand. So kam es bereits zum bereits erwähnten Kurutzenaufstand, der Kaiser Leopold I. dazu zwang, 1681 den Landtag im westungarischen Ödenburg, ungarisch Sopron, einzuberufen. Die hier beschlossenen Ödenburger Artikel gestatteten den Protestanten, wieder ihre Religion auszuüben, allerdings nur in begrenztem Ausmaß. Die vorher dominierende evangelische Kirche wurde im königlichen Ungarn so zu einer geduldeten Kirche. Ihre Anhänger blieben im wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Leben diskriminiert. Von den 888 zuvor konfiszierten Kirchen wurden den Protestanten nur 50 zurückgegeben. Im Artikel 26 der Landtagsbeschlüsse erhielten die Evangelischen zwar die Erlaubnis, nun wieder Gotteshäuser zu errichten, doch diese neuen, so bezeichneten, nach diesem Artikel so bezeichneten Artikularkirchen durften nur in den Vorstädten stehen und mussten aus Holz gebaut sein. Zu den schönsten erhaltenen Beispielen zählt etwa eben die Holzkirche von Kesmark, die wir früher schon gesehen haben. Im Sinne der Ödenburger Artikel durften zwar auch wieder evangelische Schulen eingerichtet werden, doch nur mehr Trivialschulen, keine Gymnasien und Stadtschulen. Der Ödenburger Landtag brachte zwar einige Erleichterungen, doch die Verfolgung der Evangelischen ging auch nach 1681 weiter. Davon zeugt besonders das berüchtigte Blutgericht von Eperjes 1687. Dieses war zugleich ein Akt rücksichtsloser Rekatholisierung und der Versuch einer gewaltsamen Festigung des habsburgischen Absolutismus. Das Tribunal sei nach Meinung einiger Autoren eines der verhängnisvollsten Kapitel in der Geschichte der Gegenreformation in Ungarn gewesen.
An vier Verhandlungstagen zwischen 5. März und 12. September 1687 wurden 24 Personen zum Tode verurteilt, wobei der Exekution in den meisten Fällen eine grausame Folterung vorausging. Im Jahre 1691 erließ Leopold I. unter dem Titel Explanatio Leopoldina eine weitere Gesetzesnorm. Danach war nun Protestanten die öffentliche Religionsausübung nur im Bereich der Artikularkirchen erlaubt. Die evangelischen Pfarrer waren in jedem Fall den katholischen Geistlichen untergeordnet. In dieser prekären Situation verbanden die Evangelischen große Hoffnungen mit dem anti-habsburgischen Aufstand, der 1703 unter Führung des siebenbürgischen Fürsten Ferenc II. Rákóczi, er war übrigens katholisch, ausbrach. Obwohl Rákóczi schließlich unterlag, war es ein Ergebnis dieses Aufstandes, das den ungarischen Protestanten nun wieder echte Glaubensfreiheit gewährt wurde. Beim Landtag von Széchen, auch hier angeführt als zweiten, im Jahre 1705 wurde die Gleichstellung der katholischen, der evangelischen und der reformierten Kirche im königlichen Ungarn und in Siebenbürgen beschlossen. Zwei Jahre später, 1707, befasste sich die Synode von Rosenberg mit Fragen der Kirchenverwaltung und bestätigte die Einrichtung von vier evangelischen Superintendenturen. Im Frieden von Satmar 1711 verpflichtete sich schließlich der ungarische König und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Josef I., dazu, in Ungarn und Siebenbürgen Verfassungs- und Religionsfreiheit für die rezipierten Religionen, gemeint sind das evangelische Augsburger und das reformierte helvetische Bekenntnis, zu gewähren. Im dritten Punkt des Satmarer Vergleiches hieß es, dass sich seine Majestät an die strenge Durchführung der von der Glaubensfreiheit handelnden Gesetze sowohl in Ungarn als auch in Siebenbürgen halten werde. Doch schon während der Friedensverhandlungen starb der König und es folgten weitere 70 Jahre der Demütigung und Verfolgung des Protestantismus, weshalb die Jahre von 1711 bis 1781 als babylonische Gefangenschaft des ungarischen Protestantismus bezeichnet werden. Die Erlösung kam erst mit dem Protestantenpatent Kaiser Josef II. Von 1781. Bleibende Verdienste, und damit bin ich beim sechsten und endlich letzten Teil meiner Ausführungen, meiner Vorlesung angekommen. Bleibende Verdienste erreichten die Protestanten in Ungarn und nicht nur hier im Bereich von Bildung und Schule. Im Folgenden bringe ich eine kurze Zusammenfassung einiger wichtiger Punkte. Wie schon eingangs festgestellt, war die Reformation unter anderem eine große Bildungsoffensive, die alle Altersgruppen, sozialen Schichten und Geschlechter mit einbezog. Dabei mussten die Reformatoren nicht bei Null anfangen, als sie das Schulwesen völlig neu organisierten. Sie konnten vielmehr auf wichtige Leistungen von Renaissance und Humanismus aufbauen. Bereits gegen Ende des 15. Jahrhunderts wurden die Erziehungs- und Bildungsinstitutionen, die im Wesentlichen der Klerikerausbildung dienten, einem Transformationsprozess unterworfen. Besonders die städtischen Kirchenschulen wurden wegweisend für die spätere Entwicklung. Beispiele sind die Stadtschulen von Kesmark, Bartfeld, Leutschau, Kaschau, Kremnitz, Neusohl oder Chemnitz,
kommt es auch noch vielleicht als nächstes. Ja, hier haben wir eine Stadtansicht also von Chemnitz. Bereits im ausgehenden 15. Jahrhundert haben im Königreich Ungarn 30 dieser Art existiert. Weiters gab es damals auch 13 Dorfschulen. Zwischen 1500 und 1520 stieg die Zahl noch an. Insgesamt existierten bereits vor 1520 im königlichen Ungarn Schulen an mindestens 50 Orten. Weitere 20 Schulen entstanden bis 1550, noch mindestens 63 bis zum Ende des Jahrhunderts. Von der genannten Zahl waren höchstens 10 Schulen katholisch, jedoch mehr als 100 protestantisch. Eingerichtet wurden diese Schulen zumeist durch Stadtmagistrate oder aber durch Adelige, die zum Luthertum konvertiert waren, wie etwa die schon einmal genannte Familie Thurso. Das Ziel, das mit den Schulgründungen erreicht werden sollte, war zentral für alle Reformatoren, besonders auch für jene in Ungarn. Menschen aller Altersgruppen und sozialen Schichten, Buben und Mädchen, sollten die in die jeweilige Muttersprache übersetzte Bibel und die Schriften der Reformatoren selbst lesen können. Sie sollten frei sein von der Auslegungsmacht der päpstlichen Hierarchie. Im Folgenden wollte ich das Wirken zweier Persönlichkeiten schildern, die uns bereits bekannt sind, von Matyáš Biró Devay und Leonhard Stöckel, aber ich glaube, aus zeitlichen Gründen konzentriere ich mich bitte. Kann ich schon? Okay, also dann nehme ich den Devay auch mit, weil der ist an sich also auch eine ganz interessante Persönlichkeit. Also ich behandle beide, Matyáš Biró Devay und auch Stöckel sind bereits erwähnt worden. Devays humanistische Überzeugung kam vor allem auch in seiner schriftstellerischen Tätigkeit zum Ausdruck. Sein 1538 in Krakau in ungarischer Sprache erschienenes Lehrbuch trägt den Titel Orthographia Ungarica, das heißt über die Wissenschaft des richtigen Schreibens. Es sollte dabei helfen, dass sich Kinder und Erwachsene gleichermaßen Schreiben und Lesen aneignen können. Ebenfalls 1538 in Krakau erschien Devays kurze Erklärung der 10 Gebote, des Glaubensbekenntnisses, des Vaterunsers und der Siegel, also der Sakramente des Glaubens. Ein Handbuch, das auf Luthers Katechismus aufbaut. Bei Leonhard Stöckel, der, wie bereits früher erwähnt, Bartfeld zu einer weithin berühmten Schulstadt machte, möchte ich etwas länger, aber nicht so lange, aber ein bisschen länger also verweilen. Er war zweifellos der bedeutendste theologische und pädagogische Reformator Oberungarns. Zu seinem Wirken liegen heute eine ganze Reihe fundierter Studien vor. Leonhard Stöckel war nicht nur der Verfasser der bereits erwähnten Confessio Pentapolitana, sondern er wirkte ab 1539 als Rektor der Bartfelder Stadtschule, die er nach dem Vorbild der Wittenberger Schule einrichtete. Als Modell diente ihm das von Philipp Melanchthon 1527 proklamierte Schulprogramm für das Kurfürstentum Sachsen. Bereits 1524 hatte Martin Luther einen Aufruf an die Ratsherren aller deutschen Städte gerichtet, christliche Schulen zu errichten und zu erhalten. Stöckel adaptierte nun das Schulprogramm der Reformation für seine Heimat. Bitte. 1540, glaube ich, noch einmal weiter. Entschuldigung, ist aus? Ja. Okay.
Ich dachte, dass da also noch zwei, drei Folien kommen werden. Also 1540 erschienen seine Leges Schole Bartfensis, also die Schulgesetze von Bartfeld, welche bald auch in anderen oberungarischen, da sind sie jetzt, plötzlich haben wir es, also als letztes sind sie angeführt, auch an anderen oberungarischen Städten übernommen wurde. So etwa in Kesmark, Eperjes, Leutschau oder Kaschau. Wie sah dieses Schulprogramm nun konkret aus? Stöckel richtete nach dem Wittenberger Vorbild ein dreistufiges Schulsystem ein. Dabei wechselten die Schüler erst dann in die nächste Stufe, wenn sie mit den jeweiligen Lehrinhalten vertraut waren. In der ersten Stufe sollte anhand einer lateinischen Fibel Lesen und Schreiben, dann in der zweiten Stufe Grammatik und schließlich Dialektik und Rhetorik studiert werden. Wichtige Bildungsziele waren die Schulung der Eloquenz durch regelmäßiges Deklamieren und durch Disputationen, aber auch die Erziehung der Jugendlichen zu einem tugendhaften und frommen Leben. Der Hinführung der Schüler zum Gedankengut der Reformation diente auch die regelmäßige Aufführung von Schuldramen. Zwar erwähnten Stöckels Schulgesetze dies nicht, aber es ist davon auszugehen, dass es regelmäßig solche Aufführungen gab. Wirkungsgeschichtlich bedeutsam ist Stöckels 1559 in Wittenberg publiziertes Schuldrama Historia von Susanne in Tragödienweise gestellt zur Übung der Jugend zu Bartfeld. Wenn Sie es notieren wollen, dann kann ich es wiederholen. Historia von Susanne in Tragödienweise gestellt zur Übung der Jugend zu Bartfeld, das seinen Weg durch alle Schulen im königlichen Ungarn nahm. Stöckel stellte die apokryphe Geschichte von der schönen und gottesfürchtigen Jüdin Susanna in den Dienst der Reformation. Susanna steht für die vom Papsttum und von den Türken bedrohte evangelische Kirche. Die Konfessionalisierung der Erziehung stand eine Laisierung der Schulverwaltung gegenüber. Schon am Ende des 15. Jahrhunderts waren auch in Ungarn viele alte Kirchen- und Klosterschulen in städtische Schulen umgewandelt worden. Ab den 1530er Jahren fungierten, wie bereits kurz angedeutet, meist die Stadtmagistrate oder einzelne Adelige als Schulpatrone. Die Schulen erwiesen sich als Kristallisierungskerne der Reformation. Ich bin gleich am Schluss. Es kommt nämlich jetzt hier, ich fasse zusammen. Okay, meine Damen und Herren, das wird wirklich ganz kurz. Die Reformation war einer der großen Wendepunkte in der europäischen und auch in der ungarischen Geschichte. Sie erreichte das mittelalterliche Königreich Ungarn zu einem Zeitpunkt, als es innere Wirren und gleichzeitig die massive Bedrohung durch die vorrückenden Osmanen erlebte. Im dreigeteilten Ungarn wurde das Gedankengut Luthers und Melanchthons sehr rasch aufgenommen. Eine bedeutende Rolle spielten dabei Persönlichkeiten, die in Wittenberg studiert hatten. Ihr Einfluss hatte tiefgreifende Auswirkungen auf alle Gebiete des Lebens. In Ungarn erfuhr besonders in den nicht von den Türken besetzten Gebieten das Schulwesen einen enormen Aufschwung. Nicht nur für Ungarn, aber eben auch für dieses einst multikulturelle Land ist charakteristisch, dass sich die Ausdifferenzierung der verschiedenen reformatorischen Konfessionen zumeist entlang ethnischer Grenzen vollzog. Während die deutschen und slowakischen Anhänger der Reformation vor allem Lutheraner waren und blieben,
wandten sich die Magyaren sehr bald mehrheitlich der als ungarische Religion angesehenen calvinischen Konfession zu. Mit der Reformation wurde auch ein wichtiges Kapitel der europäischen bzw. der ungarischen Freiheitsgeschichte geschrieben. Man denke nur an die wiederholten Aufstände, bei denen sich jeweils Motive der Befreiung von politischer wie religiöser Bevormundung miteinander verbanden. Die Haltung der habsburgischen, aber auch der osmanischen Landesherren gegenüber der Reformation bzw. gegenüber den neu entstehenden Konfessionen war unterschiedlich und unterlag im Laufe der Zeit großen Schwankungen. Vor allem politisches Kalkül spielte dabei eine Rolle, ob Glaubensfreiheit gewährt wurde oder die Anhänger der Reformation blutig verfolgt wurden. Gestatten Sie mir noch eine letzte Anmerkung. Welche prägenden geistig-kulturellen Kräfte von der Reformation ausgingen, zeigt sich nicht nur in den theologischen, sozialen und politischen Veränderungen, die damit verbunden waren, sondern auch in der Kunst. Als Beispiel nenne ich die schon erwähnte, heute in der östlichen Slowakei gelegenen Artikularkirchen, also jene wunderbaren Holzkirchen, die im Zuge des Kampfes von Reformation und Gegenreformation in den einstigen oberungarischen Städten entstanden sind. Sie kennen diese nicht? Am besten fahren Sie einmal hin, es ist gar nicht so weit. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.